Sie zu denen gehören, die sich zu uns durchfragen müssen, oder ob Sie zu den 60.000 Menschen dieser Stadt zählen. Wir sind eigentlich sicher, mögen werden Sie Hattingen auf jeden Fall. Diese Besucher aus Dortmund haben Glück. Sie treffen auf ihrem Weg nach Hattingen auf einen unserer Stadtführer. In der Altstadt hier, hier sind die ganzen Lokale, Café und so weiter. Und dann natürlich auch, hier kann man manches an den Häusern sehen. Aber ich würde mich freuen, um 15 Uhr, wenn Sie zum alten Rathauskind zur Stadt führen. Ja. Mal gucken, der ist tatsächlich schief. Gut, wir bedanken uns ganz herzlich. Gut. Bis 3 Uhr. Gut. Tschüss. Hattingen gehört mit seinem mittelalterlichen Stadtkern zu den schönsten Städten des Ruhrgebietes. Und seine modernen Dienstleistungs- und Wirtschaftsunternehmen machen Hattingen zu einer pulsierenden Stadt voller Leben. Die Einkaufsstraßen ohne jeden störenden Verkehr gehören hier den Fußgängern. Der Treidelbrunnen auf dem Obermarkt ist vor allem Anziehungspunkt für Kinder. Hattingen war früher durch die Monostruktur der Henrichshütte mit seinen 8.000 bis 10.000 Beschäftigten geprägt. Heute wird die Wirtschaft durch flexible, mittelständige Unternehmen bestimmt. Eine besondere Rolle spielt dabei das erschlossene Gelände der früheren Henrichshütte. Der hier entstehende Gewerbe- und Landschaftspark ist eine besondere Art der Industrieansiedlung, ein Musterbeispiel in Nordrhein-Westfalen. Beeindruckend sind für einen Außenstehenden die modernen Fertigungsmaschinen. Hier haben wir die Kunststoff- und Textilindustrie und nicht zuletzt die Metallverarbeitung im klassischen Rahmen. Das Westfälische Industriemuseum erinnert an den Wirkungsbereich der ehemaligen Henrichshütte. Den stillgelegten Hochofen hat man unter Denkmalschutz gestellt. Übrigens der einzige stillgelegte Hochofen in Nordrhein-Westfalen, der beispielhaft der Nachwelt die Industrialisierung des Ruhrgebietes verdeutlichen soll. Erinnerungen. Ein Hochofenabstich, wie er zu der aktiven Zeit täglich mehrfach zur Gewinnung von Roheisen ablief.
Roheisen wurde schon um 1200 auf der Isenburg gewonnen. Die Isenburg, 1200 erbaut, war noch 25 Jahre der Wohnsitz der Grafen von Altener Isenburg. Als Dynastenburg hatte sie eine große geschichtliche Bedeutung. Auf den Ruinen der Hauptburg hat sich der Hofbaumeister Custodis 1858 ein Wohnhaus errichtet. Es steht heute auch unter Denkmalschutz. Durch persönliche Spannungen und Machtkämpfe im Hochadel kam es zu einer Adelsverschwörung. 1225 tötete Friedrich von Isenberg bei einer versuchten Gefangennahme den Erzherzog Engelbert von Köln. Friedrich wurde darauf vom Reich geächtet, von der Kirche gebannt und 1226 in Köln hingerichtet. Die Burganlagen wurden daraufhin zerstört. Durch Freilegungsarbeiten sind die Umrisse der Burganlage sowie einige Gebäudeteile und der Bergfried sichtbar geworden. Vom Isenberg haben wir eine gute Sicht auf den Ruhrbogen und in der Ferne auf die Stadt Hattingen. Majestätisch und weit sichtbar erhebt sich auf dem Bergrücken in Blankenstein der wieder aufgebaute und restaurierte Teil der früheren Landesburg des gleichen Namens. Sie beherbergt heute eine weit über die Grenzen Hattingens hinaus bekannte Gaststätte. Aber steigen wir doch einmal den Turm hinauf. Die der Hauptburg vorgelagerten Fachwerkhäuser gehörten früher als sogenannte Freiheit zur Burganlage. Unterhalb der Burg Blankenstein an der Ruhr liegt die Wasserburg Haus Kemnade. Damit wird Hattingen Drei-Burgen-Stadt. Sie ist die besterhaltenste Burg unserer drei Burgen. Eine dicke Ringmauer mit Schießscharten und einem breiten Wassergraben umgeben die Wasserburg. Sie beherbergt im Innern der Hauptburg ein Museum und eine Gaststätte. Der Vorhof mit Wohnhaus, Scheune und Stallungen wird auch heute noch landwirtschaftlich genutzt. Alljährlich findet hier das große Fest Kemnade international statt. Folklore aus vielen Ländern wird hier gezeigt. Ein internationaler Treffpunkt. Weit von der Burganlage befindet sich der Kemnader Stausee, ein Dorado für Wassersportler. Die Ruhr wird hier aufgestaut. Von Mülheim bis Hattingen sind zahlreiche Wehre und Schleusen eingebaut. Bis vor 100 Jahren war die Ruhr noch eine der meistbefahrenen Flüsse Europas. Dabei hatte Hattingen durch die zahlreichen umliegenden Zechen mit seinem Kohlehafen eine besondere Bedeutung. Und an der Ruhr haben viele Wassersportvereine ihr Domizil. Musik.
Auch alle anderen Möglichkeiten zu Sport und Freizeitvergnügen sind zahlreich vorhanden. Hinein ins Vergnügen. Der Tennissport ist zum Breitensport geworden. Hattingen ist Austragungsort internationaler Jugendbegegnungen. Mittelpunkt der Stadt ist die St. Georgskirche mit dem schiefen Kirchturm und davor der Marktplatz mit dem alten Rathaus. Und hier treffen wir auch unseren Stadtführer mit seinen Gästen bei einem Stadtrundgang wieder. Meine Damen und Herren, mein Name ist Rolf Schack und ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen im Namen des Verkehrsvereins der Stadt Hattingen und möchte Ihnen gerne unsere schöne kleine Altstadt zeigen. Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was ist eigentlich hier so interessant an dieser Altstadt, dann sind es einmal die kleinen Straßen, kleinen Gassen, kleine Plätze und die kleinen Kneipen und die kleinen Cafés. Wir stehen jetzt vor dem alten Rathaus. In früherer Zeit war im unteren Bereich die Fleischhalle. Dann baute man darauf das alte Rathaus und in einer Etage war der Ratssaal und darüber ein Raum für Festlichkeiten. Später, als man die Fleischhalle nicht mehr als Fleischhalle betrieb, baute man dorthin ein Gefängnis. Und wenn wir jetzt gleich rübergehen, werden wir uns die Gefängnistüren angucken können. Wenn Sie mir vielleicht folgen wollen. Der Kirchplatz diente 1000 Jahre bis 1813 als Begräbnisstätte. Die kleine Missionskirche in dem Dorf Hattneggen, Vorgänger der heutigen St. Georgskirche aus dem 12. Jahrhundert, wurde erstmals 990 nach Christus erwähnt. Die eigentliche Namensgebung der Stadt erfolgte 1322. Zwischen 1550 und 1600 erhielt der Grundriss der Stadt seine heutige Form. Erkennbar an der ringförmigen Bebauung um den Kirchplatz und die auf dem Kirchplatz zulaufenden Straßen. Die Stadt wurde Hansestadt. In dieser Blütezeit entstanden die meisten Häuser im Stil der Renaissance. Das geschnitzte Holzwerk der Fachwerkhäuser waren Ausdruck eines gewissen Wohlstandes ihrer Bürger. Gemütlich ist es in der Altstadt. Die kleinen Kaffeehäuser und Gaststätten haben im Sommer in den Gassen ihre Tische und Stühle aufgestellt und geben dem Besucher eine gewisse Urlaubsstimmung. Unsere Besuchergruppe kommt vom Kirchplatz und geht weiter durch die Kirchstraße. Man nannte sie früher auch Kuhgasse. Die jetzt genutzten Keller waren ehemalige Viehställe. Das Bügeleisenhaus, 1611 von dem Kaufmann Elling erbaut, ist eines der herausragenden Bauwerke
der Hattinger Fachwerkarchitektur. Die reich verzierten Balkenköpfe und Konsolen zeugen von einem gewissen Wohlstand des Bürgers. Im Innern befindet sich ein kleines Museum. Mit seiner Schmalseite grenzt das Haus an die große Weilstraße, der früheren Fernhandelsstraße. An der Johannisstraße, das frühere Jahnsträßchen, stehen gepflegte Fachwerkhäuser mit viel Liebe zum Detail. Auf der Emscher Straße finden wir das Offerhus, eines der ältesten Häuser der Stadt. Enge Gassen, Fachwerk und Vergangenheit säumen den Weg der Besucher. Das alte Zollhaus, 1820 auf einem früheren Stadtturm errichtet, ist das kleinste Fachwerkhaus der Altstadt. Wir kamen gerade vom kleinen Zollhaus und befinden uns jetzt auf der großen Waldstraße. Es ist kaum zu glauben, dass durch diese Straße mal der gesamte Verkehr der Stadt Hattingen geflossen ist. Wenn wir darüber sprechen, sprechen wir über die Busse, über Pferdefuhrwerke, selbst über Straßenbahnen. Und die Straßenbahnen, das kann man heute noch erkennen an den Häusern, sind die Haken von der Oberleitung. Das Gelinde ist nicht nur die kürzeste Straße, sondern auch die engste Stelle für den gesamten Verkehr durch die Altstadt. Heute sieht es hier natürlich anders aus. Feste feiern hat Tradition in Hattingen. Das Altstadtfest, der Altstadtsommer und der kulinarische Treff sind weit über die Grenzen Hattingens hinaus bekannt und viel besuchte Veranstaltungen. Hier treffen sich nicht nur Hattinger, sondern viele Gäste aus dem gesamten Ruhrgebiet. Beim Altstadtfest drängeln sich 3 Tage lang die Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung durch die engen Straßen und Gassen der Altstadt. An jeder Ecke wird etwas geboten, nicht nur Imbissbuden und Bierstände, sondern auch zahlreiche kulturelle und bunte Veranstaltungen. Schon Tradition hat der mittelalterliche Handwerkermarkt auf dem Kirchplatz. Thank you.
Unmittelbar an der Altstadt befindet sich der Hilsche Garten oder Stadtgarten. Er ist eine Oase der Ruhe und Erholung inmitten der Altstadt. Die Stadtmauer mit ihren 5 Stadttoren umschloss im Mittelalter die gesamte Stadt, bis sie ihre Bedeutung verlor und zum größten Teil abgebrochen wurde. Dieser Teil der Stadtmauer ist erhalten geblieben und restauriert worden. Ein Anziehungspunkt für die Besucher. Die Stadtmauer hatte früher eine Länge von ca. 975 Metern, war ca. 1 Meter dick und 4 bis 5 Meter hoch. Zur Verstärkung waren noch 7 Wehrtürme vorhanden. In einem Teil des alten Stadtgrabens hat man ein Biotop angelegt. Analog zum Hilschen Garten, auch ein beliebter, ruhiger Aufenthaltsort. Aber nicht alles dreht sich um die historische Altstadt. Auch im Außenbereich der Stadt hat fortschrittliche Technik Einzug gehalten. Hattingen hat die Natur vor der Haustür. Gut gekennzeichnete Wanderwege von mehr als 50 Kilometer Länge laden zu Wanderungen durch den Stadtwald, das Bergische Land oder die Elfringhauser Schweiz ein. Die herrliche Mittelgebirgslandschaft lockt. Hier kann man die Natur genießen, sich erholen und Sauerstoff tanken. Neben der Landwirtschaft gab es vor 20 bis 30 Jahren in Elfringhausen etliche Bandwerkereien als Lohnbetriebe zu den Textilfabriken in Wuppertal. Es wurden überwiegend Bänder hergestellt. In Oberelfringhausen haben wir noch einen alten Bandstuhl aufgetrieben, bevor er in das neu eingerichtete Museum kommt. Die Familie Lühnenschloss hat ihn für uns noch einmal in Betrieb gesetzt. Trotz der Idylle, die Technik ist heute Grundlage einer modernen Landwirtschaft. Moderne Melkmaschinen erledigen die tägliche Arbeit. Doch für uns legt der Bauer noch einmal selbst die Hand an. Zahlreiche Gaststätten verteilen sich im gesamten Hügelland. Hier kann man Natur und Gaumenfreude genießen.
Haben Sie Appetit bekommen? Gastfreundlichkeit wird groß geschrieben in Hattingen. In den Fachwerkhäusern befinden sich zahlreiche Gaststätten. Teils als urige Bierkneipen, teils als gastronomische Betriebe mit ausgezeichneter deutscher und natürlich internationaler Küche. Und in lauen Sommernächten wird draußen gesessen, fast so wie im Urlaub. Jetzt haben Sie es gesehen, warum wir so sicher waren, dass es Ihnen gefällt. Unser wunderschönes Hattingen an der Ruhr. Und dass auch Sie, wenn es nicht längst geschehen ist, diesen ganz bestimmten Moment erleben werden, indem Sie für immer Freundschaft schließen mit unserer Stadt. So wie es unser Hattinger Liedermacher Peter Jörn Rüdenklau beschreibt. Seine musikalische Liebeserklärung an seine Heimatstadt. Dann kommt doch so ein Moment, da mag ich Hattingen genau wie einen guten alten Freund. Der mir das Leben eskortiert und der in seiner Herzlichkeit doch nie so recht zu altern scheint. So wie das weiche das wie ein immergrüner Sand die altvertrauten Wege säumt. Und wie die stolze Mutter Ruhr, die in jahrtausendalter Spur dem breiten Rhein entgegenschäumt. Das kommt in solch einem Moment. Kommt doch so ein Moment, da spür ich, wie mich diese Stadt auf ganz besondere Art berührt. Wie sie mich aus der Gegenwart mit einem kleinen Rippenstoß in die Vergangenheit entführt. Dein Mauerstück mit mir den langen Weg zurück ins Mittelalterliche reist. Und jeder Klafter Fachwerkholz in der Verzierung voller Stolz 600 Jahre Kraft beweist. Was kommt in solch einem Moment? Das kommt in solch einem Moment. Dann kommt auch so ein Moment, da denk ich, wie es denn wohl wär, über den Tellerrand zu sehen. Mit irgendeinem neuen Ziel, an irgendeinen neuen Ort, in eine neue Stadt zu gehen. Ich glaub, ich käme nicht sehr weit. So eine Stadt wächst mit der Zeit doch viel zu sehr im Innern an. Und auch die Menschen, unterm Strich, sind es zu viele, auf die ich nicht mehr so leicht verzichten kann. Das kommt in solch einem Moment. Das kommt in solch einem Moment.
einen Moment. Was kommt in solch einem Moment?